Heute, meine Lieben, möchte ich euch die bevorstehende Mondfinsternis näher bringen. Sind wir Menschen doch immer wieder fasziniert vom hellen Mond, wenn er rund und voll am Himmel leuchtet? Er wird betrachtet, wie er sich am Himmel zeigt. Mal ist er hell, grau oder gar blutrot. Und nun ist es wieder soweit. Die zweite und gleichzeitig letzte Mondfinsternis in diesem Jahr ist am Montag, den 7. August 2017 und ist eine partielle Finsternis. Sie ist nur teilweise in Europa sichtbar, geht von Mitteleuropa aus und ist in der Abenddämmerung bei einem sehr tiefen Mondstand zu beobachten. Die partielle Phase dauert so von ca. 19.22 Uhr bis 21.22 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Der Höhepunkt wird um ca. 20.20 Uhr erreicht. Dabei sind 25% des Monddurchmessers zu sehen. Dieser ragt in den Kernschatten der Erde. Das ist die Mitte des Mondes. Nimm dir am 7. August ein wenig Zeit und suche südöstlich einen Ort mit freier Sicht zum Horizont. Dann kannst du die partielle Mondfinsternis beobachten. Um 20.20 Uhr zieht die Mondscheibe durch den Kernschatten der Erde. Danach steht der Vollmond ein paar Finger breit, das sind so 25% in der Abenddämmerung über dem Horizont. Im Nordwesten von Deutschland, etwa auf der Insel Sylt, geht der Mond erst auf, wenn er den Kernschatten verlässt. Die restliche Mondscheibe ist etwas verdunkelt und liegt wie ein Halbschatten der Erde, vollständig wie ein grauer, schwarzer, zarter Schleier über dem Mond. Mit dem bloßen Auge ist dies leider nicht zu sehen, doch die Mondscheibe ist dann fast eine Größenklasse dunkler als normal. Astrologisch betrachtet ist dabei der Vollmond im Wassermann als positiv anzusehen. Er bringt dabei Unternehmungslust und Romantik sowie schöne, intensive Erlebnisse für uns Menschen. Also es lohnt sich, diese tolle Sommernacht zu genießen und die Mondfinsternis zu beobachten. Am besten zusammen mit den Menschen, mit denen man am liebsten zusammen ist. Dafür wünsche ich euch eine gute Sicht für das imponierende Erlebnis. Nun zum Abschluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass die allerletzte Finsternis in diesem Jahr eine totale Sonnenfinsternis ist. Die ist am 21. August. Da findet sie statt. Doch diese läuft quer durch die USA, nicht bei uns, wir können das nicht sehen. Und in den USA allerdings auch ohne dort die großen Städte zu passieren. Also meine Lieben, ich wünsche euch ein tolles Erlebnis mit diesem wunderbaren Mond und ich wünsche euch alles, alles Liebe. Eure Deria.